Farming Update released. A brand new Subnautica update is available on Steam, bla 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 bla. New grow boxes can be used inside or outside sea bases. Ah, wie geil, wir haben neue Pflanzkübel und können jetzt Blumen, Früchte, Bäume, Pflanzen, sogar welche, die uns töten können, können wir jetzt alles pflanzen. Geil ist das denn? Geil. Okay, lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich lade das Spielchen. Gedulde dich bitte. Ja, Geduld. Das ist so eine Sache bei mir. Aber jetzt. Loading Aurora. Warte. Da muss er einmal durchatmen, unser Charakter. Na, was ist jetzt? Komm schon. Mach. Ach, immer diese Geduld, die man aufbringen muss, wenn man zocken will. Ist ja wie C64-Zeiten. Wobei man da wesentlich länger gewartet hat damals. Ganz schön war ja Datasette. Kennt ihr noch Datasette? Alter Lachs. Viertelstunde das olle Tape durchlaufen lassen und dann ging das Spiel nicht. Oh oh. Und hier geht's auch nicht, glaube ich. Komm schon. Jetzt mach halt hin. Programm schließen. Oh. Nee, ich schließe das Spiel mal nicht. Jetzt ist gerade mächtig, aber hier Performance. Also. Guck mal, wie geil sich die Wasseroberfläche bewegt. Das ist mir noch nie aufgefallen. Wow. Das sieht verrückt aus. So, ja, und damit erstmal herzlich willkommen zurück bei Subnautica, unserem kleinen Tauchabenteuerchen. Und ich hatte ja beim letzten Mal hatte ich ja so ein paar, nee, oder? Scheiße, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich, doch, die hatten wir letztes Mal gefunden, das Signal, ne? Genau, in der Gegend, wo die Aurora war, da haben wir doch Signale gefunden. Da habe ich doch überlegt, wo der Unterschied ist hier zwischen organischer Masse und biologischer Masse. Da müssen wir natürlich dann mal gucken fahren. Da machen wir auch jetzt zeitnah. Ich würde mir nur gerne vorher noch einen Fisch braten. Oh, und wir haben auch gar nicht mehr so viele. Also im Prinzip haben wir jetzt gar keine mehr. Das ist natürlich echt schlecht. Denn verhungern wollen wir ja nicht. Ich meine, wir sind jetzt noch nicht am Verhungern. Aber es ist so, dass wir keinen vorrätigen Fisch mehr haben. Deswegen gehen wir jetzt mal ein wenig auf die Jagd. Und ich dachte mir, ich probiere das mal mit einem Stasis-Rifle aus. Damit müsste man das eigentlich bestimmt ganz gut hinkriegen, bei den Kikern zumindest. Wenn wir dann welche finden. Ich glaube, die Guten sind alle zur Nacht gegangen. Und schlafen irgendwo. Ja, den neuen Kaninchenrochen da vorne können wir nicht essen. Ach komm, dann nehme ich nochmal Quarz mit. Das soll der Geiz, ne, wenn wir schon dabei sind. Und theoretisch könnte ich jetzt auch nochmal Kracherpulver uns ins Zeug sammeln. Ah, da ist noch einer. Ja, komm. Ziehen! Und schon über den Mann aus der Staseblase. Das funktioniert echt gut mit dem Ding. So ein bisschen wie ein Betäubungsschuss. Komm, den Airsack, den nehmen wir auch mal mit. Den brauchen wir allerdings nicht. Mit der Staseblase einfrieren. Den können wir so fangen. Der ist ja nicht ganz so schnell. Der ist recht behäbig. So. Ein bisschen Quarz noch. Guck mal, da sind noch mehr von denen. Oh, voll daneben. Wie er die Augen zumacht, ne? Wenn er in der Blase ist. Was macht er generell, wenn wir denen zu nahe kommen? Vielleicht ist es so eine Art Schutzfunktion, dass man die im Dunkeln nicht mehr so gut sehen kann. Weil die Augen ja doch sehr extrem leuchten. So, haben wir jetzt. Was haben wir denn jetzt hier an Fisch? Na, noch nicht so viel. Wir können noch einiges mehr vertragen. Da ist mal ein Quarz drin. Sehr schön. Da waren die Horn schon. Dann schwimmen wir einfach mal in diese Richtung. Gucken wir mal. Ah ne, hier sind wir vorhin auch schon lang geschwommen. Aber wir könnten hier unten mal gucken.
Vielleicht haben wir die Möglichkeit, ein bisschen Kalabrüber zu sammeln. Auf jeden Fall gibt es hier erstmal ein bisschen Luft für uns. Und dann könnte ich mal gucken, wo unsere Taschenlampe ist. Was brauchen wir nicht? Erblätter brauchen wir eigentlich erstmal nicht. Da geht's rein. Schade, dass an dem Gewehr kein Licht ist. Ich warte jetzt nochmal eben kurz, bis unsere Energie ein bisschen voller ist, also unser Sauerstoffvorrat. Den wir ja von dieser wunderschönen Gehirnqualle bekommen. So, und wenn wir Glück haben, sind da auch ein paar von diesen komischen Kracherviechern drin. Mit den Suizidfischen. Aber, nee. Hier ist gar nichts, außer ein bisschen... was haben wir hier? Außer ein bisschen Silber. Oh, Silber ist gut. Also mit der Taschenlampe, wenn man so mit der Taschenlampe rumschwimmt, erzeugt schon eine schöne Stimmung irgendwie. Also es macht Laune. Das Spiel saugt einen förmlich ein. Ja, nochmal Titan. Na gut. Geh weg. Oder bleib weg. Ist er angepisst? Ne, er schwimmt weg. Er schwimmt seines Weges. Wir auch. Und meine Augen erspähen gerade ein paar Blasenfische. Sehr, sehr schön. Das heißt, unser Wasservorrat füllt sich. Oh, hier sind aber viele von denen. Meine Maus ist ein bisschen schnell. Ein wenig zu schnell. Oh, ne? So hin. Bisschen Fischlooten müssen wir noch. Und dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf ja, zu dieser biologischen Masse. Hatten wir den Garyfish schon? Ja, ne? Ich glaube wohl. Habe ich ihn gefangen? Ja. Ich meine, hätten wir jetzt auch nicht machen müssen. Boah, den habe ich voll ins Gesicht geschossen. Und den nehmen wir mal ein paar mit einfach. Ich weiß gar nicht, was die so nahrungstechnisch bringen. Oh, warte mal, wir kriegen hier eine Nachricht. Den haben wir noch gar nicht gescannt. Gescannt. So, jetzt aber. Komm her, Gary. Gary. Vielleicht heißt der Gary wegen der Schnecke bei SpongeBob, weil der sieht ja so ein bisschen aus wie die Schnecke, finde ich. Außer, dass er hat halt kein Haus, aber... Der Kopf sieht schon ein bisschen aus wie bei so einer Schnecke. Quarz. Das ist noch ein bisschen mehr. Sehr geil. Ich glaube, unser Inventar füllt sich auch langsam. Schnell, ja. Das habe ich mir gedacht. Dann packe ich mal die Taschenlampe weg und dann schwimmen wir mal zurück, bringen unsere Vorräte nach Hause. Hat sich gelohnt. Wir haben viel Fisch eingesammelt. Und ein bisschen Quarz. Das können wir alles sehr, sehr gut brauchen. Wasserschwimmen ist ein bisschen angenehmer als an der Wasseroberfläche, weil wenn man sieht dann, wie sich die Grafik der Wasseroberfläche im Bildschirm bricht, das ist blöd. Und ich frage mich ja immer noch, wie wir das tolle U-Boot machen, das große. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob wir da jetzt noch eine generelle Blaupause finden müssen, also diese Fragmentteile, diese Container. Weil, also die Hüllenteile und so, das haben wir ja schon alles aufgesammelt. Vielleicht brauchen wir jetzt nur noch den Bauplan. Ne? Aber wo der Bauplan ist, das ist natürlich die Frage. Das ist die Frage der Fragen. So, Inventar gesichert. Schmeißen wir jetzt erstmal hier unser... Mach ich mal... Sollte ich uns mal einen Quarzschrank machen einfach? Auf jeden Fall brauchen wir mehr Schränke. So langsam. Ach, das ist, das wird wieder so ätzend, wenn wir dann quasi den Cyclops haben und umziehen. Mit unserem Geraffel. Dann müssen wir hier wieder sau viel rausnehmen. Mach
ich den hier weiter vorne hin? Könnte ich eigentlich, ne? Wie sieht denn das so aus? Eigentlich sieht das scheiße aus. Dann mache ich den Schrank hier hin. So vielleicht. Wie sehr das aus, wenn da noch einer ist. Bisschen merkwürdig. Aber der eine soll uns ja auch erstmal reichen. Da packen wir nämlich Quarz rein. Und Silbererz, würde ich sagen, packen wir da auch rein. Jetzt ist meine Maus wieder ein bisschen langsam. Das ist echt blöd. In dem Menü hat die Maus eine ganz andere Geschwindigkeit als so normalerweise. Das Silbererz nehmen wir raus und packen das in den anderen Schrank. Und das Lithium packen wir da auch mit rein. Wir nehmen diesen Schrank wirklich nur für Titan und für Glas. Und für dieses andere Zeugs. Das können wir auch noch rausnehmen. Salz können wir da auch drin lassen und Kupfer auch. Und dann ist die olle Kiste auch schon voll. Ist halt auch nur eine kleine Kiste. Dann packen wir das halt wieder zurück. Gut, dann ist es halt durcheinander. Dann ist das halt so. Da kann ich jetzt auch nichts dran machen. So, unseren Fisch packen wir mal hier rein. Die Zähne nehme ich mal raus. Ne, das Wasser können wir da drin lassen. Die Zähne packe ich hier auch mal mit rein. So, 70 und 52 Prozent. Das heißt, wir könnten eigentlich auch mal eben kurz was trinken. Und dann können wir uns eigentlich auch auf den Weg machen. Ich würde jetzt nochmal Richtung Aurora fahren wollen. Weil da echt viele von diesen Fragmenten waren. Und ich glaube, dass wir da auch unseren Cyclops finden würden. Die große biologische Masse ist bestimmt das Grand Reef, schätze ich. Aber was ist die große Organismus? 1100 Meter. Die ist sogar ein bisschen... Ach komm, wir fahren da jetzt erstmal hin. Nur noch 64% Energie. Aber da wird man hinhauen. Brauchen für 100 Meter ungefähr 1% Energie, oder? Ja, das heißt, wir kommen zur organischen Masse und wir kommen wahrscheinlich auch noch zur Aurora. Da haben meine Adleraugen ein Fragment erspäht. Das ist gut. Solarmodul, das haben wir schon. Aber so liegt das Fragment nicht mehr im Weg. So. Ein bisschen durch die Algen cruisen. Und man sollte sich auch immer in Bodennähe aufhalten, da halt am Boden ja, diese Fragmentteile liegen. Die schwimmen ja nicht einfach irgendwo rum. Was ist das für eine Höhle hier? Das Quarz würde ich schon gerne mitnehmen. Das Quarz würde ich wirklich gerne mitnehmen. Das nehmen wir auch mal mit. So. Hier wird's eng. Das wird ein bisschen eng. Wir passen hier durch. Ne. Passen wir nicht. Also wieder zurück. Und oben drüber. Fahren wir am besten von der anderen Seite noch mal eben rein. Ich weiß gar nicht, wo das denn... Irgendwo muss es doch hier wieder rausgehen. Oder sehe ich das falsch? Das ist ja auch eine ganz schön große Röhre hier. Ach, die geht in der Höhle über, oder was? Tatsächlich. Geil. Geht nach da, geht's noch weiter. Fahren wir mal nach da. Geht's auch oder was? Ganz schön belebt die Höhle hier. Ach so.
Hier ist wahrscheinlich schon Ende, so wie es aussieht. Hm, schade, war nicht ganz groß die Höhle. Bisschen Quarz, bisschen Kalksteine. Könnte man jetzt einsammeln, aber wir wollen uns ja aufmachen zur organischen Masse. Und wenn uns unsere Energie ausgeht, dann ist das natürlich blöd. Deswegen fahren wir da jetzt mal direkt hin und halten uns nicht an solchen kleinen Höhlen auf. Ah, das ist Pilzwald. Meinen die damit den Pilzwald? Oder was? Könnte man... Ach, das ist der... Das ist der Riesenpilz. Ach, den kennen wir ja schon. Den kennen wir doch schon. Da ist eine Höhle drin. Da würde ich jetzt erstmal zurückfahren. Ich möchte, bevor wir die solche Sachen besuchen, würde ich schon gerne die, das große U-Boot haben. Weil wenn wir hier die ganze Zeit mit der Seemotte rumgurken, das ist echt ja, uneffizient. Wir können besser mit beidem fahren. Also mit der Seemotte und dem U-Boot. Geschickter. Da ist noch ein Fragment. Ein bisschen Quarz und Stalker. Auf der Jagd. Wo war das Fragment? Da. Bioreaktor. Ich glaube, den haben wir auch schon. Ja. Schade. Aber vielleicht haben wir bei der Aurora ein bisschen mehr Glück. Ich könnte ja mal eben auftauchen, mal gucken, wo das Ding ist. Hat das ein bisschen die Orientierung verloren. Alles klar. Boah, das war ein Sprung. Wir müssen in diese Richtung. 50% Energie hat unsere... Was ist die Motte noch? Das mit dem Springen ist echt cool. Oder zwischendurch mal gucken will, wo das Teil ist. Kann man das machen. Ja, Höhlen würde ich jetzt nicht erforschen. Das sind zwar, man sieht überall Eingänge hier. Also, die Gegend hier ist echt porös. 48%. Ja gut, ansonsten muss ich da halt nochmal hinschwimmen. Kann man ja auch machen. Das dauert dann halt ein bisschen. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass uns die Energie ausgeht. Noch mal kurz. Ja, wir erreichen jetzt, glaube ich, langsam das Gebiet, wo die ganzen Teile liegen, die aus der rausgeflogen sind. Ja, das war hier so, ne, die Ecke. 45% Energie haben wir noch. Bei 20% würde ich zurückfahren. Oder bei 15. Okay. Da ist der Sand schon aufgeschoben von dem Rumpf. Also halten wir uns ein bisschen in diese Richtung. Und da haben wir auch schon einen Karton. Eine Kiste. Mit einer Batterie. Das ist sehr cool. Vielleicht haben wir Glück und wir finden eine Energiezelle. Dann könnten wir natürlich dementsprechend länger noch hier in der Umgebung bleiben. Aber... Da müssen wir echt Glück haben. Vielleicht in dieser Kiste. Machen wir das Licht aus, einfach um ein bisschen Energie zu sparen. Wir können ja eigentlich genug sehen. Und noch etwas. Im Fabrikator könnten wir uns jetzt eine Energiezelle machen, aber wir haben ja keinen dabei, ne? So, da ist noch ein Fragment. Und ein Triebwerksteil oder so. Boah, das sind viele Kisten. An der einen waren wir angeblich auch schon, so wie es aussieht. Das ist eine Scheiße. Das brauchen wir doch nicht. Was ist das denn? Höhlenfragmente. Die Höhlenfragmente haben wir eigentlich auch schon eingesammelt. Ein überflüssiges Fragment. Guck mal, den Schwebefisch haben wir noch nicht. Und da ist nichts. Noch ein Seemottenfragment. Das sind alles Seemottenfragmente hier. Das ist nicht ja ein bisschen scheiße. Vielleicht
Vielleicht findet man die Seemottenfragmente, vielleicht liegt es gar nicht an den Biomen, sondern an der Höhe, wo die Dinger liegen. Ja, wenn ich die jetzt alle einsammle, dann haben wir gleich einen ganzen Arsch voll Titanen in der Tasche und das wollte ich eigentlich vermeiden. Hier, wo ist unsere Seemotte? Da hinten. Okay, auf den müssen wir aufpassen, auf die Kameraden da vorne. Nicht, dass der uns zu nahe kommt. Ja, schon wieder leer. So richtig Witterung hat er noch nicht aufgenommen. Ich vermute mal, dass das hier alles Seemottenfragmente sind. Ja. Schade. Müssen wir auftauchen? Ja, gleich mal, ne? So, Seemotte. Seemotte. Unglaublich viele Seemottenteile hier rumliegen. Seemotte. Und Seemotte. Okay, dieses Biom ist, glaube ich, soweit echt abgegrast, was die Fragmentteile betrifft. Wir müssen in andere Tiefen. Oder mal ein bisschen in anderen Biomen rumsuchen. Ob wir da mehr gegraben. Ja, ja, wir sind gleich an unserer Seemotte. Oh oh. Oh oh. Komm schon, 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 komm schon. Oh Gott sei Dank. Das war sehr. Oh, das war richtig knapp. Das war richtig, richtig knapp. So. Ups. Was haben wir hier? Ein Signal. Geil, noch eins. Wo ist das? Können wir gerade nicht sehen, oder? 30 seconds of oxygen. Also, ist gut, Uschi. Dann fahre ich jetzt einfach mal wieder Richtung Livebar zurück. Und jetzt noch 40% Energie. Da vorne nicht schon mal reingeguckt. Ich glaube schon, ne? Süßen die wieder zu. Das verstehen wir alle. Neu gespawnt, aber schon gelootet. So, wir halten uns jetzt einfach noch mal ein bisschen an der Aurora auf. Vielleicht haben wir hier noch ein paar Kisten. Ich würde mich riesig über eine Energiezelle freuen. Aber Verbandskasten ist auch gut. Der ist auch gut. Gesundheit kann man immer gut gebrauchen. Das ist wahrscheinlich wieder ein Seemottenfragment, ne? Ich muss trotzdem gucken. Ich habe keinen Bock, dass wir irgendwie Blaupause von dem Cyclops übersehen. Das finde ich echt scheiße. Können wir jetzt bitte eine Energiezelle finden? Das finde ich echt super. Zwei Kisten mehr. Einmal Wasser. Okay, das ist gut. Und hier drin. Auch nochmal Wasser. Gut. Das ist okay, die würde ich auch mal. Da würde ich auch mal eine von trinken. So, wo war die Aurora? Hier, ne? Ja. Okay, wir sind jetzt schon am Heck. Vielleicht haben wir hier ein bisschen mehr Glück, was Kisten und Fragmente und so Zeugs betrifft. Könnte ja durchaus sein, dass hier was Schönes für uns liegt. Da liegt direkt eins an der Aurora. Aber, also, der Wahrscheinlichkeit nach würde ich echt mal sagen, das ist ein Seemottenfragment. Natürlich. Was auch sonst. Was auch sonst. Also gut. Schade. So vielversprechend, wie ich diese Gegend am Anfang fand,
so enttäuschend ist sie gerade. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Wir sind ja am Heck jetzt. Da habe ich ein bisschen Angst. Der Reaper ist wirklich unangenehm. Wir haben auch noch keine Möglichkeit, ihn irgendwie zu verjagen. Dafür könnten wir mit der Staseblase einfrieren. Das könnte man natürlich machen. Noch ein Medizinkasten.